Es gab einen Planeten, der war blau und auch bewohnt. Gottes höchste Schöpfung, der Mensch hat hier getont und thront immer noch. Doch ich glaube nicht mehr lange, denn er nimmt diesen Planeten wie eine Birne in die Zange und quetscht ihn aus, beutet ihn aus, löscht ihn aus. Und wir gehen alle mit Mann und Maus drauf. Und wer war danach schuld? Nicht der Mensch persönlich, sondern dieser dekadente Kult um das Geld. Geld regiert die Welt, nein, Geld zerstört die Welt. Geld ein Tyrann, der uns Untergang noch vorenthält. Auch wenn's dir nicht gefällt, du bist auch degeneriert. Der Mensch ist entartet, zum Monster mutiert. Die Natur schuf der Menschen, nicht der Mensch die Natur. Ich glaube, das ist eine Sache, die der Mensch bis jetzt noch nicht erfuhr. Kein bisschen Respekt vor dem Organismus, vor Biologie, Chemie, Physik, nur Respekt vor diesem Fetischismus. Es lebt der Mensch mit Mensch und der Natur im Einklang. Doch derzeit bewegt sich der Mensch auf seinen destruktiven Alleingang. Er zerstört die Welt des Geldes wegen saurer Regen, Stürme fegen, nur damit unsere übervollen Mägen voller werden. Witz hier auf Erden, sehr weit abgeholzt, so dass wir uns auch selbst gefährden. Und wer stört die Zerstörung? Die Industrie natürlich. Und wer steuert die Industrie? Geld an und für sich. Und beste Innovation ist das Geld des Menschen natürlich. Also läuft die Vernichtung unserer Planeten durch den Mensch willkürlich. Sprich industrialisiert, produziert, nach Geld gegiert und diesen Planeten in eine Zeitbombe umfunktioniert. Der Natur nicht nur der Regenwald wird mit Stolz abgeholzt. Nein, der Mensch kennt keinen Halt. Bald gibt es keine Pflanzen, keine Tiere, keine Leute, nur noch die Geldanbeter, die die eigene Art ausbeuten. Die Gier nach Geld, nach Unterdrückung ist immens unbegrenzt. Für mich höchste Dekadenz. Intelligenz ist gefordert, vor allem die Vernunft für ein Leben auf dieser Erde in noch naher Zukunft. Doch die schaut böse aus, denn der Mensch, der ist pervers, er produziert zu viel, wirft dann ins Meer statt. Dass er es weitergibt an Menschen, die Hunger leiden, möchte lieber Zerstörung betreiben und möglichst Teile meiden. Diese Gier, vielleicht ist es vorbestimmt, dass der Mensch wegen ihr wie warmes Eis darin, weil er spinnt, es sind nicht mehr viele Jahre, diese Geldgier ist der Grund, warum sich vernichtet, den Überlebenskampf verliert.